in der Taunusstraße. Und ganz herzlich willkommen im Haus Taunus. Und an der Stelle geht ein ganz, ganz lieber Dank an den Gastherrn, an den Gastgeber, Herrn Dennis Ertschel, der diese Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat, damit die Ausstellung heute überhaupt gelingen konnte. Und der Dennis hat auch seine ganzen Rennkraft, seine Morees, die hier geheim waren, hat er alle in den Keller gebracht. Und ich durfte 2 Tage lang Bilder aufhängen. Na? Und das war für ihn so ein bisschen Überraschungseffekt. Gestern Abend hat noch der FC gespielt, wir haben Gott sei Dank gewonnen, deswegen hängen die Bilder auch noch. Wenn verloren ist, sieht das jetzt hier anders aus. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich mache das nicht wie Fidel Castro, der durchaus 3 Stunden Reden halten konnte bei praller Sonne und alle mussten zuhören. Ihnen würde das einfacher gelingen heute Abend, Sie hätten was zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Mache ich nicht. Aber ich will so ein bisschen was vom Rahmen erzählen. Das Erste, was ich erzählen müsste, ist, Sie sind schon hier, wenn Sie nicht diejenigen sind, die hier wohnen, mit diesem Viertel verwurzelt sind, in diesem Viertel einen Kontakt haben, dann sind Sie schon in einem Viertel, das einem gewissen Brennpunkt unterlegen ist. Spätestens seit der Silvesternacht, und die läuft uns wahrscheinlich auch noch 10 Jahre und länger hinterher. Klar gesagt, auch gerade der Presse gesagt, ich habe einen anderen Eindruck von dem hier zu wohnen gegenüber dem, was ich lese. So. Aus dieser Situation heraus ist das Projekt entstanden, Kilometerstein 686. Und der Kilometerstein 686, und jetzt bitte ich die Sarah Kaplan zu mir, das ist die schönste Frau, weiß ich nicht, wenn wir jetzt keinen Ärger einhandeln. Sarah, komm zu mir. Wir haben letztes Jahr im Herbst, haben wir mal angefangen? 2016. Nee, 15. Ich habe der Presse gesagt, 2015 haben sie nicht angefangen. Komm zu mir. Also, mit der Sarah Kaplan hat das angefangen, die Idee umzusetzen, die heißt Kilometerstein 686. Dieser Kilometerstein, den Sie dort sehen, ist unmittelbar an der Poller Wiese. Das ist der Hauptstein, der Kilometerstein, der Hauptstein für den Rhein. Und daraus ist entstanden zu sagen, ich möchte porträtieren alle Menschen, die in einem Zusammenhang mit der Taunusstraße stehen, mit dem Blick zum Dom auf den Kolonisten. Und was jetzt hier im hinteren Raum hängt, sind genau 13 Porträts, Stand heute. Und eigentlich wäre das Projekt auch heute Abend beendet. Aber all denen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, nein, ich möchte auch ein Porträt haben, heute Abend noch. Meine wunderbare Frau bei mir hat gesagt, unbedingt porträtieren. Wir machen weiter. Wir machen mit Ihnen gemeinsam, das ist ein Wir-Effekt, mit Ihnen gemeinsam machen wir weiter und ich habe vor, wir machen gemeinsam ein Fotobuch, das wir auflegen werden. So, das ist der hintere Raum, ist voll mit Porträts. Die werden wir nachher nochmal, wenn wir rumgehen können, das noch erzählen. Die Sarah müssen wir nicht umgehen. Ja, okay. Wir wollen ja auch. Wir wollen mal dahin, wir wollen auch was sehen. Wollen Sie hochgehen? So. Der Schirmherr der heutigen Ausstellung ist die Kalkkunst. Und ich habe hier den Herrn Max sitzen und ich habe eine wunderbare Begleitung, die sagt, das Leben ist ein One-Shot. Ja? Und das muss man sich wirklich so vorstellen, wir haben im letzten Herbst ziemlich genau um die gleiche Zeit eine wunderbare Ausstellung gemacht in der evangelischen Kirche St. Peter. Und da haben wir sicherlich, Herr Max, eine schöne Ausstellung gehabt. Und für mich war es gestern. Für mich ist das ein Augenzwinkern lang her. Und nicht mehr und nicht weniger. Und für mich ist das schon echt bemerkenswert gewesen, wie schnell die Zeit ist. Und damit gebe ich meiner Begleitung recht. Das Leben ist ein One-Shot. Genießen Sie das. So, der Schirmherr, der über all dieser Ausstellung steht, ist die Kalkkunst. Und die Kalkkunst geht heute in das 12. Jahr. Die Kalkkunst hat sich zum Thema gemacht. Kunst du sollst ja nicht ganz trocken da drauf Menschen oder? Jetzt gibt es zu dieser Kalkkunst also, über 80 Künstler das kostet ja an 60 Orten. Und das finde ich ist sehr, sehr bewunderlich für den Raum Kalk.
aber ich glaube, es geht rüber bis Mühlheim, es geht auch nach Rath. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Die Kalkkunst wird aber erzeugt durch die Stiftung Kalk gestalten. Die haben sich also zum, die Stiftung selber hat als Gründungszweck einen sozialen Hintergrund. Die Stiftung selber möchte für Kalk, für die Umgebung Gutes tun. Na, und das ist auch nicht schlecht. Nebenbei machen die sowas wie andere Projekte mit Kalk Blüht, glaube ich. Der Vorstand steht da hinten in der Ecke und nicht immer. Silvia, da steht ein Vorstandsmitglied von Kalk Stiftung Kalk. So. Das ist eigentlich alles, was ich heute Abend erzählen kann und erzählen wollte zu dieser Ausstellung. Wir können nachher noch ein, zwei Dinge mehr tun. Wir können die Bilder nochmal besprechen, sofern Sie Bock darauf haben, sofern Sie Lust dazu haben, stehe ich Ihnen hier bereit, um diese Form von Fragen zu beantworten. Es geht weiter. Und wenn das Leben ein One-Shot ist, dann wünsche ich mir, dass Sie heute Abend erstmal Spaß haben, dass sich diese Erinnerung einprägt, dass Sie Spaß kriegen an Fotografie, dass Sie Spaß kriegen an einem Mikrokosmos, der heißt Kneipe. Das darf ich eigentlich nicht sagen, weil der Dennis sagt, mein Restaurant. Ich sage, meine Kneipe. Weil das für mich eine Verbindung ist, das ist eine Liebe, das ist ein sozialer Hintergrund, das ist ein sozialer Kosmos. Ja? Aber ich glaube, dass ich mir mit Dennis ziemlich nah, wir sind nah beieinander. Dieser Mikrokosmos hier ist eine soziale Hängematte. In der können Sie sich wohlfühlen und in der können Sie Spaß haben und das wünsche ich Ihnen für den Verlauf des Abends. Organisatorisch gesehen sind die ersten Getränke übernehme ich und damit danach müssen Sie das aussponsern, damit wir auch ein bisschen Umsatz machen. Ich bedanke mich bei der Sarah. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie und wünsche euch einen schönen Abend.